Wir sind in einer Traumwelt. Wir sind in einem Hotel, in einem Grand Hotel in Cannes. Und da werden verschiedene Menschen mit ihren verschiedenen Träumen und Sehnsüchten gezeigt. Und wir sind auch im Prolog und im Nachspiel in der Traumfabrik Hollywood. Doch nicht so riskantes, was Kekes, was Erotisches. In diesem Stück geht es um die Liebe zwischen einem Kellner, Albert, der gar kein richtiger Kellner ist, wie sich im Verlauf des Stücks herausstellt, und einer Infantin, Isabella, die eigentlich gerne Königin von Spanien wäre. Aber leider ist sie eine exilierte Fürstlichkeit, die mit ihrer ganzen Entourage im Hotel residiert. Und zwar, wir wissen schon gar nicht wie lange, aber schon ziemlich lange. Und dort trifft sie eben auf diesen Kellner und die beiden verlieben sich ineinander, gewollt und ungewollt. Und um sie herum gibt es lauter weitere exzentrische Paare oder auch Personen. Warum denn das? Zu wenig Großaufnahmen. Hoheit, alles, was Sie wünschen. Da wäre einmal zum Beispiel Mary Lou, die die Tochter des Hollywood Universal Studio Besitzers ist und die sich in den Kopf gesetzt hat, jetzt hier in Cannes mit der Infantin und der Liebesgeschichte mit Albert einen Film zu drehen. Diese Lustspieloperette von Paul Abraham ist eigentlich eine typische Screwball-Komödie. Das ist eigentlich ein Genre, was wir mehr aus den Hollywood-Filmen der 30er und 40er Jahre kennen. Da ist es eigentlich immer so, dass man total sympathischen Figuren begegnet, von denen man nicht genau weiß, was sie eigentlich den ganzen Tag tun. Abraham war vor allem ein Melodienkomponist, also er hatte einen Sinn für einen Schlager, ich glaube, bevor er den Text hatte. Also er hat sehr in Melodien gedacht, die die Leute nicht mehr vergessen. Und in Wien war es nicht selbstverständlich, dass er sofort Erfolg hat. Und es war tatsächlich jetzt ein Stück in einem Grand Hotel, das lokal begrenzt war. Abraham hat die traditionelle Wiener Operette verknüpft mit neuen Jazz-Elementen, wobei man feststellen kann, es ist entweder Jazz, also meistens sind es Foxtrot-Tänze, wo ein bisschen Swing dabei ist. Sehr selten ist es so, dass er die Wiener Walzerwelt kombiniert mit den Jazz-Elementen. Das ist tatsächlich eigentlich ein Nebeneinander. Das ist für Publikum leicht anzuschauen und zu genießen. Und man geht, und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wieder ein großes Plus, aus dem Theater mit einem glücklicheren Gefühl und die Melodien schwingen nach. Und diese Abraham-Operette, die ist wirklich wie eine Kur, wie Urlaub eigentlich.